Jo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu unserem 1000 Abonnenten-Special. Und zwar habe ich hier mal eine kleine Welt vorbereitet. Und zwar sind wir genau die 1000 Abonnenten. Und ich habe mir gedacht, dass ich heute mal ein bisschen durch mein Zimmer laufe und euch ein bisschen von meinem Zimmer zeigen und erzählen würde. Es ist. Nicht ganz aufgeräumt, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich würde mal sagen, wir fangen bei der Tür an und arbeiten uns so von links nach rechts über die Mitte Penis durch. So, an der Tür haben wir hier einmal, ja, Poster und Co. Das da oben ist Handball Meister HSV 2011, 2012. Da war ich mit dem Kollegen, da ist die Schale. Poster, Klamotten. Noch mehr Poster. Für alle, die sich fragen, was da oben ist, da oben habe ich mal gepennt. Habe ich aber, beziehungsweise mache ich nicht mehr, weil es mir zu nervig ist. Übrigens habe ich mich erholt. Ich bin jetzt nicht mehr, habe keine Grippe mehr, keine Erkältung, was auch immer das war. Mir geht's wieder besser, deswegen werden jetzt auch demnächst wieder Videos kommen. So, Poster, Poster. Dann haben wir hier einmal meinen Mülleimer, meine Steckerleiste für meine Aufladegeräte oder mein Aufladegerät, falls ich irgendwann schlafen sollte. Da hinten ist noch ein altes Foto. Textiler, frischer Kamera. Die Kamera hat leider keine Videofunktion, deswegen mache ich dieses Video gerade mit meiner Actioncam. Ja, hier ist mein kleiner Glastisch, für mein Bett. Das ist Deutsch. Das ist mein iPad. Das sind so Kerzenständerhalter. Die waren mal rot, die sind beim Waschen aber abgegangen, also die rote Farbe. Da sind noch meine Taschentücher von meiner Erkältung. Ich bin immer noch nicht ganz fit, aber zumindest wieder großteils. Das ist alles Ausbildungskram, falls ihr euch interessiert, mein Stundenplan. Ich habe morgen Doppel-Englisch, Doppel-Mathe und Doppel-Physik. Oh, interessant. Ja, heute ist Donnerstag. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum interessantesten Teil. Ach ja, das ist mein Kleiderschrank. Hier oben sind noch ein paar Pokale vom Handball. Dürfte ziemlich staubig da oben sein. Also noch ein paar Wii-Kram. Kleiderschrank interessiert euch eigentlich nicht. Poster, Poster, Flagge. Ja, das ist mein Fernseher. Ich weiß nicht. Ist eigentlich relativ gigantisch, meine Anlage. Dann nehmen wir meine PlayStation 3. Das ist noch die erste, die rausgekommen ist. Darauf kann ich noch PlayStation 2 und PlayStation 1 Spiele drauf spielen, was mich eigentlich ziemlich glücklich macht. Hier unten ist mein Fernseher, also mein Receiver. Alle, was so Receiver sind, wissen wahrscheinlich alle. Was da unten ist, kann ich nicht sehen. In den WoW. Ah, genau, ein paar EMP-Magazine. Für alle, die EMP nicht kennen, das ist ein cooler Shop, cooles Magazin für coole Klamotten. Da sind noch mehr Spiele und DVDs. Ich glaube, da ist auch eine Live-DVD von Inflames dabei. Das ist eine meiner Lieblingsbands. Die kennen bestimmt kaum welche von euch. Da sind noch mehr Spiele, da ist Schulkram, interessiert keinen. Da ist die PS3, iToy, meine Wii. Ah ja, für alle, die es interessieren. Ja, ich drehe mich gerne. Ich bin mittlerweile, oder durch die 1000 Abonnenten jetzt, MMOGA-Partner geworden. Also immer schön bei MMOGA kaufen. Nein, ich kaufe da selbst auch meine ganzen Spiele ein. Und wenn ihr auf den Link unten auf meinem Kanal oder in der Videobeschreibung drückt und darüber Spiele kauft, unterstützt ihr gleichzeitig auch mich. Das heißt, ich werde auch in Zukunft nicht mehr so viel Minecraft bringen, weil ich darauf keine Lust habe im Moment. Ich weiß, die meisten wegen euch sind wegen Minecraft hier. Aber ist halt so, müssen wir jetzt durch, wenn Minecraft gefragt ist. Also es wird auf jeden Fall Minecraft weiterhin kommen, aber ich glaube nicht mehr so viel wie zurzeit. Und ja, auf jeden Fall cool, wenn ihr da eure Spiele kauft über den Link, unterstützt ihr gleichzeitig auch mich. Das heißt, ich kann euch mehr Content, verschiedenen Content auf jeden Fall bringen. So, dann kommen wir zum spannendsten Teil. Das ist mein Bio-Referat. Das interessiert euch nicht. Schlüssel. Mein Aufschlüssel. Das ist mein Laptop. Smoothie. Pizza. So, das ist mein Laptop mit ganz ein paar Stickern. Dazu könnte ich auch ein paar Geschichten erzählen. Wagen 2013, Wagen 2014. Das ist von der Sony Action Cam, die ich sogar gerade benutze. Von meinem Netzwerk Mediakraft. Ja, als ich meine Piercings bestellt habe, kam das Sticker dazu. Und das Stop Playing, Start Gaming kam sogar von der Gamescom letztes Jahr. Da habe ich das gefangen. So ist der Laptop vom Akku. Das sind meine Schildkröten, die habe ich übrigens alle aus dem Urlaub. Ich liebe Schildkröten und Eulen. So, die Eulen, die werdet ihr wahrscheinlich jetzt nochmal sehen. Die Eule. Hat ein Kollege von mir gezeichnet.
ist ein cooler Typ. Ich glaube, der hat auch eine Fanpage, die werde ich dann, wenn es geht, auch nochmal verlinken. So, Telefonliste, bla 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 bla. Ja, St. Pauli und Nitro Circus, für alle, die Nitro Circus kennen, als die in Hamburg waren, war ich auf jeden Fall da. Meine Wacken-Tickets. So, ich setze mich mal hin. Das ist mein Mikrofon, mein wundervolles Mikrofon. Das T-Bone SC440 USB-Mikrofon. Jo, ihr wisst alle, wie sich das anhört. Ich bearbeite das natürlich mit Audacity, aber ist trotzdem ein cooles Ding. Das ist mein PC. Das war mal ein Dell XPS 8200 oder so. Ist aber nicht mehr alles vom Anfang drin, sondern mittlerweile ist das Netzteil und die Grafikkarte anders. Das ist mein Ordner. Und zwar habe ich die ausgewechselt. Das Netzteil halt nur wegen der Grafikkarte. Hat USB 3.0 und was weiß ich nicht alles. Das ist mein Handy. Ja, ich habe zwei Bildschirme. Auf dem linken nehme ich auf dem rechten, auf dem linken spiele ich, auf dem rechten nehme ich meistens auf oder gucke, was im Stream so abgeht. Das ist eines von Samsung, der ist relativ neu, der LG ist ziemlich alt, ich weiß nicht, wie der heißt, da doch, Flatron irgendwas. Das sind 22 Zoll, das hier sind 24. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Meine Webcam ist die Logitech C920, das ist eigentlich eine der besten Webcams, die es auf dem Markt gibt. Sogar das Mikrofon ist extrem gut. Das ist meine selbstgebaute Softbox. Ja, das Papier ist dann nur davor, damit das Licht ein bisschen leichter, weicher ist. So, gucken wir mal weiter. Mein Mauspad. Mein Mauspad ist das Rocket Taito in der Midsize, 3 mm. Ja, ich habe damit eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Es funktioniert extrem super mit der Maus und ist extrem leicht und easy peasy. Meine Maus ist die Rocket Cone XTD Plus eigentlich. Steht da nur nicht drauf, ist wahrscheinlich abgegangen oder so. Ist schon ein bisschen älter. Leuchtet in allen Farben und ich stehe halt mehr so auf diese größeren Mäuse. Deswegen finde ich, liegt die einfach mit am besten in der Hand. Und damit komme ich einfach am besten klar. Das ist nämlich die, wo das Mausrad nämlich schon gefixt wurde. Die ersten Versionen hatten nämlich, ohne das Plus, hatten nämlich Probleme mit dem Mausrad, ich nicht. Da sind sogar Gewichte, die ich unten reinpacken kann. Und das ist extrem geil. Die Gewichte liegen hier auch irgendwo rum. Meine Tastatur ist die Standard-Tastatur von Dell. Die kam mit dem Computer, kam die. Und da seitdem benutze ich die und bin eigentlich recht zufrieden. So, mein Headset ist auch nicht gerade das teuerste. Das ist nämlich das Medusa NX irgendwas. 5.1 so wie Surround Headset. Hat, glaube ich, auch nur 40 Euro gekostet oder so, aber seitdem erfüllt es seinen Zweck. Und ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es zerbricht oder so. Es schließt gut ab, hat einen guten Ton. Das Mikrofon ist jetzt nicht das Beste, aber dafür habe ich ja mein Baby hier. Was haben wir hier noch? Guck mal, da hinten in der Ecke haben wir noch meine Sexklinge, Cola, eine Ente, meine Uhr, was fürs Abitur, meine Stifte. In die Schubladen wollt ihr, glaube ich, nicht reingucken. Ich guck mal kurz. Oh, da sind ein paar Sachen, mein Arbeitsdingens, hier mein Arbeitsportemonnaie. Ja, genau. So, wie alle wissen, mache ich ja Musik. Und beziehungsweise ich habe 4 Jahre Klavier gespielt und mache jetzt seit 7, 8 Jahren Schlagzeug. Und alle fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum hat er eine Gitarre in seinem Zimmer? Ich habe einmal einen Monat Gitarre gespielt und da habe ich mir eine Gitarre gekauft, obwohl ich es gar nicht konnte. Jetzt ist eigentlich alles gesagt. Minecraft wird ein bisschen runtergeschraubt, dafür mal wieder was Cooles, so wie The Evil Within muss ich vielleicht mal fertig bringen. Far Cry 4 habe ich noch offen, vielleicht ein Battlefield 4, ein bisschen LOL vielleicht auch noch. Diese MMOGA-Partnerschaft finde ich recht cool. Da solltet ihr auf jeden Fall mal draufklicken und euch selbst davon überzeugen, von der Qualität des Marktes. Also ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit MMOGA, aber Problem könnt ihr auch mich gerne anschreiben, dann werde ich die kontaktieren und das mich darum kümmern. Ansonsten würde ich erstmal sagen, danke für die 1000 Abos auf jeden Fall nochmal. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Woche, ein wunderschönes Jahr und sage bis zum nächsten Mal. Tudelü!